Scott. Solche Saubären. Stinkenschutz. Machen Sie doch zuerst das vordere Büro sauber. Ist der Herr Steiner versetzt worden? Nein, nein. Nur im Urlaub. Aber wenn Sie irgendwelche Fragen haben, dürfen Sie sich ruhig an mich wenden. Aha. Und wer sind Sie eigentlich? Tut das was zur Sache? Allerdings. Ich bin nämlich die Sekretärin in dieser Abteilung. Ach, da werden Sie ja einen schönen Urlaub gehabt haben, Frau Endler. Also jetzt passen Sie mal auf. Bevor ich Sie hier rausschmeißen lasse, sagen Sie mir doch noch ganz kurz, mit wem ich es zu tun hatte, ja? Also, wenn Sie es unbedingt wissen wollen, Arnim Gustav, Volontär der Kommissare Fröschel und Kettwig. Guten Morgen, Frau Doktor. Was hat er denn? Springt er nicht an? Die Frage können Sie sich selbst beantworten. Der tut ja gerade, als ob kein Benzin im Tank wäre. Danke für den Tipp. Da bin ich auch schon selbst drauf gekommen. Ja, dann entschuldigen Sie halt, dass ich was gesagt habe. Ich hab's ja nur gut gemeint. Das kann ich mir denken. Ausgerechnet Sie. Ist er jetzt ganz hin? Das müssen Sie gerade fragen. Es würde mich überhaupt nicht wundern, wenn also Sie Frau da wieder Doktor, was... Das geht aber ein bisschen zu weit. Gell? Sie werden mir doch nicht unterstellen, dass ich an dem Wagen rumbastel. Ich streite mich mit Ihnen, ja, schon seit Jahren. Aber immerhin mit legalen Mitteln. Wie ein Mann in Ihrem Alter und mit der Vergangenheit was? Nur so stur sein kann, wegen der paar Risse in der Mauer, da endlose Prozesse führen. Was, ein paar Risse? Das ist gut. Hätten Sie doch die dämische Schwarzkiefer umschneiden lassen, dann wäre das Problem längst gelöst. Immerhin gibt es Gesetze, die vorschreiben, wie weit ein Baum vom Nachbarn seiner Grenze entfernt sein muss. So, als der Baum gepflanzt wurde, da war ich überhaupt noch nicht auf der Welt. Sie haben doch die Mauer viel später gezogen. Ist doch klar, dass die Wurzeln hier an der Grundstücksgrenze nicht aufhören würden zu wachsen. Geh, Herr Sahaf, mit dem Blödsinn. Spinner, die Prozessamsel. Es kann. Da will uns jemand tiefgefrieren. Also. Hey, 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 was denn hier los? Hat's ja noch nie ausgesehen. Du, wo sind die Unterlagen über die Autoschieberbande? Schaut mir furchtbar aus. Entzückend aufgeräumt. Dafür haben wir Tag und Nacht gearbeitet. Das ist der Fahrer. Grüß Gott, die Herr. Grüß Gott. Sagen Sie mal, wo kommen denn Sie her? Ich denke, Sie sind im Urlaub. Oh, es geht einmal zu Ende. Übrigens, wer ist denn für diese wunderbare Neuerwerbung zuständig? Oh, dachten Sie mir ganz unschuldig, Frau Händler. Herr Arnim Gustav ist ein entfernter Verwandter vom Steiner, der unbedingt zur Polizei will. Ah, und genommen wird heutzutage wieder. Scheinbar. Fröschel? Ja, Ihren Namen bitte. Ja, das tut schon was zur Sache. Na gut, dann sagen Sie es trotzdem. Hä? Danke. Und das uns. Arnim! Herr Fröschel. Telefondienst. Komm heran, wir müssen sofort los. Das fängt ja gut an. Das hätte ich nie gedacht, dass der Wanninger zu solchen Mitteln greift. Jetzt spinnst du aber ganz schön, Heiner. Du kommst denn auf die Idee, dass der Wanninger hinter dem anonymen Anrufer steckt? Na, dazu brauchen wir ja nicht viel Kombinationskabel. Okay. Wer führt denn einen Prozess nach dem anderen mit der Repiskus und verliert, hä? Unser Freund Wanninger. Redenbaum hätte auch schon längst einmal den Blitztreffer können. Aha. Aber deswegen einen Wanninger verdächtigen, also das geht entschieden zu weit, Heiner. Ja. Okay? Mit demselben Recht könnte ich behaupten, dass du hinter dem anonymen Anrufer steckst. Quatsch. Naja, immerhin hat erst letzte Woche wieder einmal die Frau Dr. Repiskus unsere Klienten auf die Währung freigekriegt. Ah ja? Ja,
Oder-Ding wieder. Ein Trickbetrügerpärchen auf Bewährung. Und das war nicht das erste Mal. Naja. Scheißkopf. Ich jedenfalls kann mir bei der Repiskus gut vorstellen, dass der Doktortitel nicht echt ist. Da schauen Sie mal, die rote Ente da hinten, die folgt dann schon die ganze Zeit. Ja, ja. Bei so einer erfolgreichen Rechtsanwältin konnte auch mal leicht was faul sein. Also, Toni, jetzt bleib doch mal auf dem Teppich. Gut, unsere spezielle Freundin hat uns einigen Ärger gemacht. Aber du, entschuldige, dass die sich den Doktortitel in irgendeiner Bananenrepublik gekauft haben, sollte es doch ziemlich an den Haaren herbeigezogen. Und außerdem, die Anwaltskammer wäre doch längst dahinter gekommen. Das ist doch wirklich eine Unverschämtheit. Na, schauen Sie doch mal. Ja, ja, fahren Sie nur geradeaus. Aber vorstellen könnte ich mir zum Beispiel, dass der Wanninger einen seiner Freunde angestiftet hat, ihre Repiskus zu verleumden. Ach, gell. Ja. Was, dass der Wanninger auf so eine Schnapsidee kommt? Ein anonymer Anrufer? Nein, nein, du. Wenn der die Information von dem falschen Doktortitel hätte, der würde was anderes draus machen. Also, anonymer Anruf, das ist eine ziemlich windige Sache. Ja, aber dir reicht es, den Wanninger zu verdächtigen. Ach, und was machst du? Also, jetzt ist endgültig Schluss. Haben Sie auch vollkommen recht. Fahren Sie rechts ran, wir sind schon da. Na ja. Sagen Sie mal, was macht. 1860. Sagen Sie, was bilden Sie sich eigentlich ein? Warum fahren Sie die ganze Zeit hinter mir her? War dienstlich. Ja, da sind Sie ja von der Kripo. Ja, weil ich gefahren habe, die beiden Herren, die waren doch auch von der Kripo. Eben. Ja. Grüß Gott. Grüß Gott. Grüß Gott. Bitte nehmen Sie doch Platz. Okay. Was verschafft mir die Ehre? Wissen Sie, Frau Doktor, wir wollten uns eigentlich bloß einmal ein bisschen mit Ihnen unterhalten. Die Bewährung für die zwei Trickbetrüger war völlig berechtigt. Ja, das ist ja klar, das würden wir auch nie bezweifeln. Im Übrigen ist ja unsere Zusammenarbeit äußerst produktiv, nicht wahr? Wir versuchen in mühevoller Kleinarbeit die Ganoven hinter Schloss und Riegel zu kriegen und Sie versuchen mit eben derselben mühevollen Kleinarbeit sie wieder frei zu bekommen, nicht? Sehr charmant formuliert, Herr Kettwig. Sagen Sie mal, Frau Doktor, wo haben Sie denn das da gewonnen? Das ist mein Doktorzertifikat. Können Sie nicht lesen? Ja. Instruktion. Was ist das für eine Sprache? Portugiesisch. Ich habe mein Examen an der Universität von Rio de Bamba gemacht. Und seit wann haben Sie sich als Rechtsanwältin niedergelassen? Sagen Sie mal. Soll das ein Verhör werden? Aber ich bitte Sie, Frau Doktor, warum sollte man Sie verhören? Tun Sie doch nicht so scheinheilig. Ihr alter Freund Wanninger wird sich schon was ausgedacht haben, das er mir anhängen kann. Sie brauchen es ja nicht zuzugeben. Um Anzeige zu erstatten, wäre ich sowieso in Ihr Büro gekommen. Nein, das wäre ja ganz unmöglich. Schauen Sie, wir sind ja, wie soll ich sagen, gar nicht standesgemäß eingerichtet. Laut Beschaffungsordnung stehen Kommissaren, wie wir es sind, ja nur gebrauchte Holzschreibtische und eben solche Stühle zur Verfügung. Aber was können wir denn für Sie tun? Hier. Mit Handschuhen angefasst und in Plastik verschweißt. Das habe ich von Ihnen gelernt, meine Herren. Und was sollen wir damit? Es auf Fingerabdrücke von Herrn Wanninger untersuchen lassen. Guten Abend, Herr. Nein, ich habe gar keine Zeit. Ich bin beschäftigt. Ja. Also erzählt's mir bloß nicht, dass er wieder mal mit einem Fall nicht weiterkommt. Nein. Wir waren ganz zufällig in der Gegend, gell? Und da haben wir uns gedacht, schauen wir mal rein. Das haben wir gedacht. Ja, ich habe alles noch einmal durchstudiert. Die Repiskus ist eindeutig schuldig. Aber heutzutage, da geht es ja um Ökologie, aber nicht mehr ums Recht. Ob meine Garage einstürzt und mein Wagen dabei hin ist, das interessiert ja niemand. Sagt mal, was wollt ihr eigentlich? Oh, mein, wie gesagt, wir sind rein zufällig in der Gegend, nicht? Nun, ganz so zufällig ist es auch wieder nicht. Nein, bin ich ein Depp. Du hättest mir keine Taxiquittung geben lassen. Ach, die Herren sind mit dem Taxi gekommen. Ja, der Dienstwagen ist nicht angesprungen. So ein Zufall, gell? Ja. Genau wie bei der Frau Dr. Repiskus. Ach, ja, das trifft sich ja ganz gut wegen dieser Frau Dr. Repiskus sind wir nämlich auch hier. Was seid's? Ja, bleiben Sie ganz ruhig, Herr Wanninger. Sie hat gegen Sie Anzeige erstattet. Was? Ja, und deswegen sollen wir Sie jetzt vernehmen. Das was? Ihr wollt mich vernehmen? Nein, wir sollen... Ihr verlasst sofort mein Haus. Aber Herr Wanninger ist... Oder habt ihr einen Durchsuchungsbefehl? Nein, natürlich. Ja, dann schaffst du es raus, Herr Wanninger, ja, sonst schmeiß ich euch raus. Nein, ich gehe ja schon.
Aber Herr Wanninger... Raus, hab ich gesagt! Ihre Batterie nicht weiter zu strapazieren. Schauen Sie mal unter die Motorhaube. Selbe wie bei mir. Verdammte Schweinerei, wie sind die bloß angekommen? Ich wette, dass wir hier keine Einzelfälle sind. Fragen Sie doch mal bei Huber. Ich gehe zu Hofmann. Tag. Entschuldigung, wir haben alle Schwierigkeiten mit unseren Wagen. Könnten Sie mal bei sich unter die Motorhaube gucken? Mach ich, ja. Guten Morgen. Ja. Guten Morgen. Können Sie mir in Ihrem Wagen nachsehen, ob Ihr Zündkabel auch beschädigt ist? Wie bitte? Tja. Genau, was ich gesagt habe. Da, schauen Sie. Wie bei mir. Das war bestimmt diese Rockerbande. Das glaube ich weniger. Haben Sie nur einen Verdacht? Ob. Da fährt der Täter. Aber die Rache einer Rechtsanwältin. Morgen. Morgen? Hey, wir schauen denn Sie aus? Haben Sie die ganze Nacht durchgemacht? Gibt's was Neues im Fall Repiskus Wanninger? Was? Wo haben Sie denn das aufgeschnappt? Sie hatten doch Telefondienst. Und hat zu seinen Informanten. Herr Fröschel, kommen Sie mal mit rüber, bitte. Ja, gern. Ja, der Grüß Gott, andererseits. Morgen. So, was hast du denn, Frösel? Ich bin rein dienstlich da, verstehst? Nicht als Privatperson. Was hat er denn? Weltschmerz. Aber der Herr Gustav wird sich um Sie kümmern. Ja. Wenn Sie mir bitte folgen wollen. Wohin? Ins Zimmer von Kriminaldirektor Steiner. Sir. Ob das das Richtige ist? Keine Angst. Der Herr Steiner ist in Kur. Ach so. Herr Fröschel, mit mir willst du noch reden, oder? Ist gut. Bitte. Schatz, das stammt aus meinem Auto. Und ich wette mit Ihnen, dass die im Labor die Fingerabdrücke von der Frau Repiskus finden werden. Na ja, das wird sich ja zeigen. Aber könnten Sie mir nicht mal einen Plan der Anwohner Ihrer Straße zeichnen? Ach, gern. Haben Sie Papier? Ja. Na, Schreiber sind ja genug da. Was soll denn daran klar sein? Wo bleibt denn Ihre sonst so hochgeschätzte Logik, Frau Anwältin? Nein, nein, um den Verdacht von sich abzulenken, hätte der Herr Wanninger zuerst sein Autofahrer untüchtig machen müssen. Das wäre eine berühmte Wanninger-Methode gewesen. Ja, Frau Doktor, guten Tag. Das ist ja eine Überraschung. Tag. Hätte ja gar nicht erwartet, dass Sie uns so schnell einen Besuch abstatten. Ah, der Täter hat seinen Aktionsradius erweitert. Das ist ja fabelhaft. Das Protokoll schon aufgenommen? Können wir jetzt endlich gehen? Ich möchte Frau Händler mit so einem Unsinn nicht belästigen. Wieso, was ist denn? Da sehen Sie, Herr Frösche scheint seine Zurechnungsfähigkeit verloren zu haben. Er versucht mit allen Mitteln, seinen alten Freund Wanninger zu decken. Aber also jetzt werde ich mal die Sache hier in die Hand nehmen. Sie fahren jetzt nach Hause, jeder mit einem eigenen Taxi. Und heben Sie die Quittungen auf. Und notieren Sie alles Verdienstausfall und so weiter. Ich werde Ihre Interessen schon erfolgreich vertreten. Sie ist auch noch gut. Hier muss man ganz andere Seiten aufziehen. Herr Kettlich, bitte veranlassen Sie jetzt, dass meine Aussagen zu Protokoll gemacht werden. Selbstverständlich, Frau Doktor. Würden Sie sich bitte auf Ihre vier Buchstaben setzen? Wie? Ja, wie denn sonst? Ja, warum hältst du die Tür zu, Toni? Ja, mach doch auf! Herr Fröschel! Was wollen Sie denn? Wer nimmt denn jetzt mein Protokoll auf? Frau Händler, also kommt Toni, lass den Quatsch schon noch die Tür auf. Die Tür klemmt. Seit wann denn? Ach,
Komm, jetzt mach doch keinen Käse. Also bitte, wenn's meinst. Nehmen Sie jetzt mein Protokoll auf. Dass Sie so kindisch sind und Türen zu halten, hätte ich nicht gedacht. Was soll denn das? Ich war's doch gar nicht. Oh, Entschuldigung. Also langsam, aber Sie haben mich dieses ganze Affen hier gründlich satt. Wanninger hat von meinem Nachbarn einen Sonderposten äußerst günstigen Zement gekauft, absolut ungeeignet für Außenwände. Und dann hat er in Eigenarbeit die Grundstücksmauern gezogen. Unterstützt von diesem Fachmann, Ihrem Kollegen Herrn Fröschel. Dass die ganze Konstruktion nicht sofort in sich zusammengestürzt ist, grenzt an ein Wunder. Hast du schon den Laborbericht? Wie erwartet. Keine Fingerabdrücke. Übrigens wurden die Kabel durchgerissen und nicht durchgeschnitten. Dem Fall können wir sowieso zu den Akten legen. Momentan bauen die Anwohner alle ihre Zündkabel abends aus und in der Früh bauen sie es wieder ein. Komm, Toni, das ist doch wieder einer deiner typisch bayerischen Scherze. Dein großes preußisches Ehrenwort. Unser Supergenie, der Gustav, hat doch einen 5 Seiten langen Bericht abgefasst. Sag mal, Heiner, bist du eigentlich ganz sicher, dass diese Frau Ribiscus ihren Doktor in Rio de Bamba gemacht hat? Ja, natürlich. Und die Urkunde war portugiesisch abgefasst? Ja. Ja, glaubst du mir vielleicht nicht? Jedenfalls gibt es in keinem portugiesisch sprechenden Land eine Stadt mit dem Namen Rio de Bamba. Wenn also das jetzt ein Versuch gewesen sein sollte, mich von der Unschuld deines Schützlings zu überzeugen, lieber Heiner, dann ist das gründlich misslungen. Warte ab, mein Junge, bis die Spezialliteratur kommt. Ich suche jedenfalls weiter. Ihre Bücher. Viel Spaß, Geografiestudent Kettwig. Das hätte ich mir erdenken können. Jetzt langt's mir. Hallo? Sind Sie's? Also hören Sie mal gut zu, gell? Ich mag mich über Sie nicht mehr länger ärgern. Mir reicht's nämlich jetzt. Zuerst bringen Sie meine Mauer fast zum Einsturz, dann reißen Sie aus meinem Wagen das Zündkabel durch und jetzt ist es sonderbarerweise bei mir stockfinster und bei Ihnen hell erleuchtet. Haben Sie da vielleicht auch wieder Ihre Hände im Spiel? Was? Was habe ich? Einen geistigen Kurzschluss. Geh, sag's das noch einmal. Sie vertrocknen die Suppenhähner. Also morgen muss die Spurensicherung her, ob's jetzt dem Fröschel passt oder nicht. Na, was ist? Haben Sie was festgestellt? Keine Fingerabdrücke, außer den Ihren. Woher wollen Sie denn wissen, dass die von mir sind? Die sind doch unverkennbar, Herr Wanninger. Ja, und was ist mit dem Kabel? Schauen Sie es doch mal an. Sauber. Und außer mir hat niemand den Keller betreten. Das Schloss von der Tür ist unversehrt. Das Fenster war noch einen Spalt geöffnet und von innen so gesichert, dass von außen unmöglich jemand öffnen kann. Ein erwachsener Mensch kann sich da nicht durchzwingen. Das wär's. Ich glaube, der Fall ist gelöst. Fröschel! Ich ziehe meine Anzeige gegen die Frau Ribiscus zurück. Was? Grüß Gott. Grüß Gott. Wollen Sie mich damit etwa erschlagen? Ah, woher? Ich wollte Sie nur fragen, ob Sie ausnahmsweise einen alten bayerischen Dickschädel auch einmal verzeihen können. Na, sind wir wieder gut? Kommen Sie mal rein. Jetzt verstehe ich die Welt nicht mehr. Hallo, was machen denn Sie da? Ich observiere. Jetzt wird's spannend. Das darf doch alles nicht wahr sein.
Wenn ich bloß wüsste, warum dieser Gustav uns bei Nacht und Nebel aus dem Bett getrommelt hat. Er getan, als ging es um Tod und Leben. Kannst du dir denken, warum? Ich denke seit einiger Zeit überhaupt nichts mehr. Ah, dieser Krach. Ach du, Rio de Bamba habe ich endlich gefunden. Ja? Seit 1462 ist der Ort überhaupt nicht mehr bewohnt. Und die Reste der Grundmauern kann man schon gar nicht mehr erkennen. Ach, ihr seid ja sauber, das Empfangskomitee. Euer junger Kollege hat mich soeben verhaftet. Das müsst euch doch eigentlich freuen. Ihr sagt ja gar nichts. Er observiert mich schon seit längerer Zeit. Heute früh hat er endlich zugeschlagen. Ja, Herr Rhein. Guten Morgen, die Herren. Guten Morgen, Doktor. Es ging ja schneller als erwartet. Führen Sie auch einen Titel zu Unrecht? Nein, etwas viel Schwerwiegenderes. Ich habe in meinem Keller ein Zündkabel versteckt. Oh, jetzt sind Sie am Zug, meine Herren Polizisten. Ja. Ich habe Ihnen die Arbeit erleichtert und Ihnen die Beweisstücke gleich mitgebracht. Das ist meine Approbation, in München erworben. Und das hier, das ist ein Scherz meiner Studienkollegen. Sowas Ähnliches habe ich mir mal in Spanien machen lassen. Ein Stierkampfplakat. Da bin ich zwischen den berühmtesten Stierkämpfern abgebildet. Ja. Ja, aber meine Lieben, wenn ihr mein Beweisstück sehen wollt, dann müsst ihr schon mit mir kommen. Das ist also der Täter. Oder besser gesagt, ein Exemplar davon. Diese Tiere sind sehr anpassungsfähig. Weil es aber in der Stadt kaum mehr Kaninchen oder Hühner gibt, haben sie plötzlich Kunststoff als Zusatznahrung entdeckt. In der Schweiz sind bisher so über 500 Fälle und in Süddeutschland ca. 600 Fälle bekannt geworden, bei denen Steinmarder Kunststoffteile von Autos angefressen haben. So, ich glaube, das reicht. Ja, alle Achtung. Wirklich geniale Polizeiarbeit, Herr Wanninger. Nein. Ich lese nur täglich die Zeitung. Endlich mal ein Täter, den Sie nicht verteidigen können, Frau Doktor, was? Lass gut sein, Fröschl. Aber um eines möchte ich euch bitten. Seit einiger Zeit stehe ich Tag und Nacht unter Polizeischutz. Also, ich habe mich noch nie im Leben so sicher gefühlt. Drum könnt ihr mir den doch nicht ganz einfach wegnehmen. Ich hätte ja keine ruhige Stunde mehr. Ich glaube, das ist kein Problem. Nein. Der Herr Gustav ist noch zwei Wochen bei uns. Es wird ihm sicher ein Vergnügen sein, die Sonderbewachung weiter durchzuführen, nicht? Oder? Jawohl, Herr Kommissar. Das Entscheidende bei dem Fall ist, dass ich jetzt eine meiner Wissenslücken aufgefüllt habe. Ja? Jetzt weiß ich wenigstens, woher das Wort Automarder stammt.